Dresden, die wunderschöne Landeshauptstadt vom Freistaat Sachsen, liegt beidseitig an den Ufer der idyllischen Elbe, nicht weit von tschechischen Grenzen entfernt. Dass die schöne Stadt Dresden ganz viele Sehenswürdigkeiten zu bieten hat, ist kein Geheimnis. Und so sind ganz viele Bauten wie die Semperoper, der Zwinger oder die berühmte Frauenkirche weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Der Fluss Elbe ist die Lebensader der ganzen Region und unsere Reise führt uns an Elben entlang, vorbei an den drei wunderschönen Elbschlössern, wo unter anderem der preußische Prinz Albrecht, der Erfinder Karl August Lingner und der Apotheker Ottomar Heinsius von Meyenberg, der als erster Zahnpasta in Tuben abgefüllt hat, residiert haben. Grüß euch miteinander. Mein Name ist Imeri Sadri. Jeder kennt mich unter dem Namen Sadri. Ich bin seit 1987 in der Firma Gerber. Und unsere nette Kundschaft mich motiviert, den Beruf jeden Tag durchzuführen. Am meisten, was mir Spass macht, den Beruf mit Leuten zusammen ist und alltag mit den Leuten ein bisschen Leben haben. Sehr gewissenhaft und mit viel Erfahrung bereitet der Chauffeur Sadri die Route vor und prägt sich der beste Weg nach Dresden schon mal ein. Der Sadri ist von neuer Technik nicht so begeistert und lässt sein GPS-Navigationssystem im Car meistens ausgeschaltet. Er verlässt sich lieber auf seine langjährige Erfahrung als Garchauffeur und mit Karten und Wegbeschrieb hat er bis jetzt noch alles auf dem direkten Weg gefunden. Wir fahren ab Rockwil Richtung Zürich, weiter nach St. Margrethe, Richtung Ulm, weiter nach Nürnberg, Lauen und kommen zu oben ca. 19.00 in der Stadt Dresden an. Im komfortablen Gerbergar reisen wir wirklich bequem
und lassen die Landschaft einfach ein bisschen an uns vorbeiziehen. Die ganze Garflotte der Firma Gerber umfasst 10 Reisegar von der Marke Mercedes und Cetra. Auf Rundreisen werden vorwiegend 4-Sterne-Gars mit grosszügigem Sitzabstand und bestem Komfort eingesetzt. Auf unserer Reise nach Dresden fahren wir an vielen historischen Städten vorbei. Zum Beispiel an der wunderschönen Stadt Nürnberg, die mit über 500'000 Einwohnern nach München die zweitgrösste Stadt von Bayern ist. Wer schon mal zu Nürnberg war, weiss vor allem die kulinarischen Spezialitäten zu schätzen. Wer kann schon an einer feinen Nürnberger Rostbratwurst widerstehen? Und in den verwinkelten kleinen Gässchen der Altstadt gibt es die an jedem Ecke und sie duften um die Mittagszeit aus jedem Restaurant. Natürlich hat Nürnberg noch viel anderes zu bieten und ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Bist du in deinem Leben auf dem rechten Weg? Du fühlst den Süden in deinen Haaren, du siehst die Zukunft in deinem Traum. Auch an Chemnitz fahren wir vorbei und auch diese Stadt ist auf jeden Fall ein Abstecher wert und imponiert einem vor allem durch die architektonischen Gegensätze. Auf der einen Strassenseite sieht man historische Gebäude, die im Krieg von den Bomben verschont blieben. Und auf der anderen Seite ganz moderne Betonbauten. Die Gegensätze sind so extrem, wie man sie sonst fast nie anders sieht. Nach einer recht langen, aber eindrucksvollen Garfahrt kommen wir dann in Dresden an und freuen uns schon auf das erste deftige und typisch deutsche Nachtessen und einen gemütlichen Stadtbummel. Aber zuerst heisst es natürlich im Hotel einchecken, Zimmer beziehen und sich schon mal kurz umschauen, dass man sich dann, wenn man zurück ins Hotel kommt, nicht verläuft und am Morgen das Buffet sofort findet. So, geschätzte Damen und Herren, also, wir haben unser Ziel erreicht. Jetzt ist es folgendes so. Zimmerschlüssel sind so ein Kärtchen, die können ich gerade persönlich im Gar verteilen. Ihr könnt gerade ins Zimmer, Beispiel Zimmer 326, das heißt 3. Stock. Und Frühstück ist ab 6 Uhr bis am 11 Uhr. So ab 6 Uhr am Morgen bis am 11 Uhr. So könnt ihr selber planen, wenn ihr wollt, Frühstück nehmen. Und tun wir wieder hier in diesem Park, also wir stehen jetzt mit dem Car um 8:30 am Morgen einsteigen und um 8:30 fahren wir nachher mit dem Treffpunkt mit dem Reiseleiter im Stadt in um 9. 8:30 fahren wir ab von hier. Und jetzt tun wir Koffer ausladen. Die könnt ihr mit dem Koffer so drum herumlaufen. Bei ca. 30 Meter ist Eingang. Einer noch von rechter Seite. Wenn es dann dunkel wird, fängt die schöne Stadt an leuchten. Die Gässchen mit den verschiedenen kleinen, typischen Beizchen zeigen sich von ihrer schönsten Seite und laden einem so richtig zum Schlendern ein.
Die imposanten Bauwerke sehen die Nacht so richtig schön ausgeleuchtet, noch viel grandioser aus und wir brauchen schon ein bisschen Zeit, um die Eindrücke auf uns zu wirken. Auf dem Weg zurück ins Hotel kommen wir am wohl berühmtesten Gebäude von Dresden vorbei. Das typische Bild kennt fast jeder aus dem Fernsehen, aus einer Bierwerbung. Wir sind überwältigt von Schönheit von der romantisch beleuchteten Semperoper. Nach dem feinen Morgenessen freuen wir uns auf eine interessante Stadtrundfahrt, wo wir viel über Geschichte und Sehenswürdigkeiten von Dresden erfahren. Eines der berühmtesten Bauwerke von Dresden ist der Zwinger mit seinen imposanten Mauern, einem Zwingergraben und einem prächtigen Kronentor, wo auch schon unser Reiseführer auf uns wartet und uns herzlich begrüßt. Der Name Zwinger, der kommt daher, dass man alle Bereiche, die zwischen der ersten Verteidigungsmauer und der zweiten, die dahinter steht, dass man diesen Raum im europäischen Festungsbauwesen als Zwinger bezeichnet. Es ist der Raum, wo man den eingedrungenen Feind niederzwingen kann oder ihn zwingen kann, das Gelände wieder zu verlassen. Und diese Anlage behält diesen Namen. Als das militärisch nicht mehr relevant ist, dann sperrt man hier Bären ein und züchtet Bären. Und als das auch nicht mehr relevant ist, dann richtet sich jeder in seinem Hof einen Hundezwinger ein. Daher kommt der Name. Die komplett wiederaufgebaute Frauenkirche prägt das Bild der Altstadt. Nachdem sie im Zweiten Weltkrieg ist zerstört worden und für lange Zeit nur eine Ruine ist übrig gewesen, hat im Jahr 1993 der Wiederaufbau zum Teil mit Originalteilen angefangen. Nach 10 Jahren Bauzeit haben am Pfingsten 2003 das erste Mal wieder Glocken geläutet. Als Gegensatz zu den historischen Bauten bietet Dresden ganz in Nähe von unserem Hotel eine moderne Einkaufszone mit unzähligen Möglichkeiten zum Lädeln. Auch wer gerne einfach durch Passagen und Gässli schlendert, kommt auf seine Kosten. Nach dem Einkaufsbummel laden viele gemütliche Beizli mit feinen Köstlichkeiten zum Ausruhen und Geniessen ein.
Nach einer kurzweiligen Reise mit dem Gar kommen wir in Lübbenau im bekannten Naturschutzgebiet Spreewald an, wo bereits die Holzkerne für unsere gemütliche Fahrt auf der Spree parat gemacht werden. Die natürlichen Flussläufe von Spree sind durch Kanäle erweitert worden und somit bieten die lokalen Fährbetriebe unterschiedliche Routen durch das wunderschöne Wasserlabyrinth an. Fast lautlos gleiten wir an typischen Holzhäusern mit prachtvollen Gärten und dicht überwachsenen Ufer vorbei. Die wundervolle Natur ist überwältigend und sogar die Enten begleiten uns auf unserem Weg. Am Mittag rasten wir bei einem Restaurant, mitten in einem märchenhaften Wald. Und mir hat fast das Gefühl, die 7 Zwergli sollten jetzt gerade um eine Ecke kommen. Wir werden mit örtlichen Köstlichkeiten verwöhnt und natürlich darf auch ein Gläschen Wein nicht fehlen. Zurück beim Ausgangshafen werden uns Spezialitäten aus der Region wie saure Gurken in allen Variationen angeboten. Mit vielen schönen Erinnerungen und dem einen oder anderen Souvenir machen wir uns auf den Weg zurück nach Dresden. Heute steht der Ausflug nach Meissen auf dem Programm. In dieser über 1000-jährigen Stadt, auch die Wiege Sachsens genannt, spazieren wir durch charmante Gässli und über einen traditionsreichen Marktplatz. Die 37 Glocken der Meissner Frauenkirche sind, wie könnte es auch anders sein, aus einem berühmten Porzellan hergestellt. Und der eigentliche Grund für die meisten Besucher von Meissen ist natürlich die weltbekannte Porzellanmanufaktur. In der Schauhalle werden die schönsten Stücke aus der Sammlung präsentiert. So zum Beispiel das Zibbelenmuster, das erfolgreichste Tafelgeschirr mit mittlerweile ca. 750 verschiedenen Einzelstücken. In der Schauwerkstatt kann man erfahren, wie das Porzellan hergestellt und bemalen wird. Thank you.
Am Nachmittag sind wir dann mit ganz vielen Eindrücken wieder zurück in Dresden und machen uns auf den Weg zum Elbhafen. Von dort aus starten wir eine Rundfahrt mit einem historischen Raddampfer und entdecken viele Sehenswürdigkeiten von Dresden wie die Kunsthochschule, das Residenzschloss, die Kathedrale oder die Semperoper so noch von einer ganz anderen Seite. Auch ein Einblick in die Technik von diesem Schiff ist ganz interessant. Die Schifffahrt führt uns am Schloss Albrechtsberg vorbei. Das Schloss ist zwischen 1850 und 1854 vom Prinz Albrecht von Preußen erbaut worden. Nach der Heirat mit einer Bürgerlichen hat er es nämlich vorgezogen, außerhalb von Dresden an dieser wunderschönen Lage zu wohnen. In der Villa Stockhausen hat dem Prinz Albrecht sein Kammerherr gewohnt. Die Villa ist später zu Ligner Schloss umbenannt worden. Zum Abschluss von dieser wunderschönen Flussfahrt erleben wir dann alle noch unser erstes echtes blaues Wunder. So heisst nämlich die sagenhafte Metallbrücke, die 1891 gebaut wurde. Ein Gerücht besagt, dass die Brücke ursprünglich grün war und erst durch Witterungseinflüsse ihre blaue Farbe hat bekommen und darum blaues Wunder genannt wird. Mit dieser Schifffahrt geht auch unsere erlebnisreiche Woche in der Elbmetropole Dresden zu Ende. Mit vielen neuen Eindrücken und schönen Erinnerungen aus den letzten paar Tagen packen wir unsere Koffer für den Heimweg. Unser Blick schweift noch einmal über die grünen Elbauen, auf die prachtvollen und majestätischen Bauten. Das letzte Mal machen wir es uns im Gar bequem und richten uns für die Heimfahrt ein. Wir hoffen, unser kleiner Ausflug nach Dresden hat euch gefallen. Steigt doch wieder mal ein bei uns, wenn es heisst «Unterwegs mit Gerber Reise Rockwil».